Einen wunderschönen guten Tag, liebe Trader, und herzlich willkommen zu 1275. Hochstoff, Tagesausgabe der Formationsdata. Heute ist Dienstag, 25. April 2017. Bevor ich es versäume, Freunde, am Donnerstag werde ich geschäftlich verreist sein. Deswegen werde ich nicht in der Lage sein, Ihnen eine Rohstoff-Tagesausgabe zur Verfügung zu stellen. Das bitte ich ganz herzlich zu entschuldigen. Sehr gerne am Wochenende wieder die nächste Rohstoffausgabe, dann die Wochenendausgabe. Der Goldpreis. Auf den schauen wir aktuell bei 1268 US-Dollar. Es gibt ein altes deutsches Sprichwort, das besagt, trade Gutes und sprich darüber. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Und das mache ich sehr gerne. Wir hatten ja miteinander darüber gesprochen, dass der Goldpreis hier in einer bullischen Seitwärtskonsolidierung ist, mit einer horizontalen Widerstandszone um die 1260 plus 200-Tage-Linie plus trendbegrenzende Linie. Und nachdem der Markt hier diese erste bullische Bewegung gemacht hat, haben wir gesagt, okay, auch wenn der Markt wieder ausverkauft worden ist, sehen wir eine größere Wahrscheinlichkeit für eine bullische Fortsetzung in Richtung 1300. Eine psychologische Marke plus hier über die Stunde zu sehen, obere Begrenzung eines Trendkanals. Und deswegen hatten wir auch hier unser Stop-Loss angepasst und sind dann rausgeflogen aus diesem Trade. Haben wir gut gemacht. Denn ansonsten wären die Gewinne weitestgehend jetzt wieder egalisiert gewesen. Deswegen hatten wir auch gesagt, kurzfristig, denn noch einmal, mittelfristig ist diese horizontale Zone auf Wochenschlusskursbasis ein bisschen höher, ist die 13.04, ist eine übergeordnete Widerstandszone. Und deswegen hatten wir hier von dieser Bewegung unsere Gewinne realisiert. So, wenn wir jetzt in die Stunde reinschauen, wir haben jetzt diesen Trendkanal bärisch aufgelöst, kommen wir wieder rein, bullisch und so weiter und so fort. Das zeigt mir, dass die untere Trendlinie über die Stunde gerade keine so signifikante Aussagekraft hat. Die signifikante Aussagekraft kommt hier gerade dieser horizontalen Zone zugute, hier. Das ist hier Widerstand, Widerstand, nochmal Widerstand, der geht da durch und dann findet er Unterstützung, Unterstützung, jetzt kommt er wieder hier hin. Hier haben wir auch über den Tag die 20-Tage-Linie. Das heißt, wenn man jetzt klein-klein traden wollte, dann müsste man gucken, bildet der hier vielleicht eine Art Trendumkehr oder eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, da kann er von hier aus ein bisschen nach oben laufen, dann wären die Ziele 1275 und 1277, ist aber wirklich klein-klein getradet. Ansonsten ist die Frage, wird das hier eine bärische Seitwärtskonsolidierung, wenn das eine bärische Seitwärtskonsolidierung wird und der Markt hier drunter fällt und dann auch die 20-Tage-Linie bärisch aufgibt, schauen Sie, hier die 20-Tage-Linie, dann ist das Ziel im Bereich von 1250, 55, da ist die 200-Tage-Linie. Da muss man sagen, okay, das, was der von hier, von der 1295 bis zu 1266 gemacht hat, das kann er hier von der 1277 runter machen, dann hatten wir genau das Ziel 1255. Also falls es hier eine Konsolidierung gibt und sie bärisch aufgelöst wird, dann ist das Ziel 1250. Aber auch kurzfristig zu traden. Warum kurzfristig zu traden? Schauen Sie, über den Tag haben wir einen Aufwärtstrend. Wir haben tief, hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch. Ist übergeordnet aufwärts gerichtet. Deswegen hier, das hier ist wirklich ein kurzer Trade. Auf der bullischen Seite, wenn das jetzt hier doch ein Doppelboden werden sollte, dann wäre es interessant, wenn der Markt sich nochmal Zeit lässt. Also nochmal hier hinkommen, nochmal sich Zeit lässt und dann diese trendbegrenzende Linie, die 200-Stunden-Linie, gleich mit rausnimmt und über die 1280 drüber geht. Da sehe ich gerade, ist ja noch die offene Lücke. Dann ist die 1284. Nach oben ist schwer. Also nach oben, nach meinem Dafürhalten, auch wenn er hier einen Doppelboden, wenn es denn mal einer wird, bullisch auflöst, 1284 ist Widerstand. Also jetzt gerade hier hoch, schwierig. Wenn dann wirklich, was ich Ihnen gezeigt habe, so über den 10-Minuten-Chart möglicherweise. Über den Tag was zu traden, ja, was denn? Also, wir haben ja immer noch diese Widerstandszone bei 1300. Wir haben immer noch die horizontale Widerstandszone bei 1304. Wir haben immer noch diese obere Begrenzung dieses Trendkanals. Ist alles da. Also, wenig Potenzial. Wir würden in den Widerstand reintreten. Hier runter, ja, was denn? Es gibt gar keine Formation, was ich jetzt hier bärisch traden kann. Also, wenn man über den Tag bärisch werden wollen würde, dann müsste ihr zum Beispiel hier Halter machen, hochgehen, dann hier ein Doppeltop bilden, dann durch die Nackenlinie fahren und dann könnte man sich darüber unterhalten. Aber bei dem Tag ist das nur in Anführungszeichen ein Pullback. Und normalerweise wollen wir es ja in Richtung des Trends dann wieder nach oben traden. Nur dann würden wir es in eine übergeordnete Widerstandszone traden. Ich hoffe, dass ich Ihnen das jetzt hier mit den unterschiedlichen Trends und Bewegungen und Unterstützung und Widerstände einigermaßen verständlich
habe näher bringen können. Kurzer Blick auf Silber. Bei Silber ist es ähnlich. Wir sind im Bereich einer Unterstützung 1760 bei 1750. Das ist die aufsteigende Trendlinie. Und hier, wenn man sich das jetzt so über die Stunde anguckt, ist die Frage, Moment, was der Markt hier mit dieser Konsolidierung macht. Wenn er länger seitwärts läuft und unter die 1750 fallen sollte, dann hat er das Potenzial, die nächste Unterstützung im Bereich von 17 abzuarbeiten. Jetzt sind wir aber gerade kurzfristig überverkauft. Also um es traden zu wollen, müsste er nochmal hier 1760 testen, nochmal hochgehen, hier eine Konsolidierung anzeigen, dann. Ansonsten haben wir nämlich hier eine Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Der Markt ist kurzfristig überverkauft. Heißt aber nicht, dass er nicht noch einen draufsetzen kann. Doch, kann es. Würde ich aber nicht traden wollen. Und eine Trendumkehr hier sehe ich gerade nicht. Was ich sehe ist, also falls der hier durch diese 18 durchgeht und das hier so eine Art Doppelboden wird, dann hat er das Potenzial 18,20 zu machen. 18,20 ist zumindest jetzt fällt aber, ist die 200-Stunden-Linie, es ist eine horizontale Zone und es ist die 20-Tage-Linie. Von hier aus wäre es wieder über die Stunde, eine Widerstandszone, die bestätigt werden könnte und dann könnte der Markt in dieser Range sich bewegen. Ich für mich, kann ja sein, dass jetzt heute noch, morgen, wie auch immer, eine 4%-Kerze in die eine oder andere Richtung kommt, noch sehe ich das nicht. Was man nur so im Blick haben muss, Ausverkauf, Trendkanal, Fragezeichen, das weiß ich nicht. Das müssen wir nur im Hinterkopf behalten, dass der vielleicht dann sogar eine größere Bewegung machen kann. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Freunde. Vorsicht, Sie spielen auf eigenes Risiko, deswegen passen Sie auf Ihr Risiko auf und am allerwichtigsten, bleiben Sie gesund. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationsdilettanten doch bitte gewogen.